Über 1,2 Milliarden Euro haben die Anleger bei uns hier in Stuttgart im Juli allein mit Auslandsaktien umgesetzt und damit vielleicht sogar zum ersten Mal mehr als mit Inlandsaktien, zumindest soweit wir uns erinnern können. Roland Hirschmüller, Chefaktienhändler der Baader Bank und ich. Und vielleicht kann man das auch so ein bisschen als Sinnbild nehmen, dass die Musik am Aktienmarkt gerade woanders spielt als hier in Deutschland. Nehmen wir zum Beispiel mal die Top 5 Werte, die im Juli gehandelt wurden bei den Auslandsaktien. Da haben wir auf Platz 2 und 3 direkt mal Nel Asa und Ballard Power. Und schon da, Roland, wird es ja schwierig, wenn ich irgendwie als deutscher Anleger auf die Werte setzen will in Sachen Wasserstoff. Ganz klar, du hast es gesagt, Auslandsaktien, sie sind sozusagen momentan en vogue, mehr denn je letztendlich. Es hängt vielleicht auch damit zusammen mit der Struktur der Aktionäre, die wir haben. Immer mehr jüngere Leute sorgen um ihre Altersversorgung, legen direkt Gelder am Aktienmarkt an. Und diese Leute sind natürlich affin für neue Themen, sie sind affin für neue Märkte und sie sind natürlich auch wesentlich weltgewandter und schauen sich um, wie sie ihr Portfolio diversifizieren können. Und das führt natürlich dazu, dass man an dem einen oder anderen Auslandsmarkt überhaupt gar nicht vorbeikommen kann. Du hast das Beispiel Wasserstoffaktien genannt. Die deutschen Anleger sind hier schon sehr lange extrem aktiv in diesem Bereich. Und genau die großen Aktien, die wir hier sehen, ob das in Europa letztendlich eine Nel SA ist oder auch aus Schweden, wo wir einige bekannte Wasserstoffzellenhersteller haben, oder natürlich die große Ballard oder Plug Power. Hier müssen Sie natürlich in den Bereich der Auslandsaktien gehen, was aber für die Anleger überhaupt kein Problem ist, weil die Vergleichbarkeit, was die Kurse angeht, die Nachverfolgbarkeit, ist ja genauso gegeben, wie wenn ich einen DAX oder einen SDAX-Wert letztendlich kaufe. Auf der Homepage der Börse Stuttgart sind alle Kurse real-time abzurufen. Und was natürlich die Anleger bei diesen Aktien natürlich besonders unter Strom setzt sozusagen, ist eben das Thema, es ist Bewegung in diesen Aktien, es ist Fantasie in diesen Aktien. Wenn man gestern sieht, eine Meldung zu Plug Power, dass sie in Großbritannien einen neuen Deal gemacht haben, die Aktie stieg um sage und schreibe 18%. Das sind natürlich schon Bewegungen und das ist genau das, nach was die Anleger letztendlich suchen, nach Fantasie. Das haben wir vielleicht auch bei den großen Tech-Werten. Platz 5 der meistgehandelten Aktien im Juli im Ausland war natürlich Amazon, stellvertretend für die großen Big Techs. Und da geht die Reise auch einfach weiter. Ja, die Reise scheint bei diesem Wert wirklich nur in eine Richtung zu gehen. Und man muss wirklich hier sagen, Chapeau, Hut ab vor allen Anlegern. Ich kann mich nicht erinnern, wann bei einer Amazon-Aktie über längere Zeit einmal wirklich in Deutschland bei uns hier am Markt in Stuttgart auch Verkäufer groß aktiv gewesen sind. Nein, die Anleger, sie nehmen diese Aktien schon seit Jahren in ihr Depot auf und unter großen Schwankungen. Es ging immer bergauf und wenn man das Quartalsergebnis von Amazon sieht, das jetzt erst letzten Donnerstag gekommen ist, dann muss man auch sagen, ja, sie haben recht gehabt. Auch wenn das eigentliche Business von Amazon, der Verkauf von Artikeln im Internet, etwas schwächelt, keine sonderliche Masche bringt, klar, wen wundert es letztendlich bei dieser Konkurrenz? Das scheint immer noch von Jeff Bezos auch nicht Sinn und Ziel zu sein. Sie haben ja ihre Cloud, Amazon letztendlich, und da wird richtig Geld verdient und da ist auch weiterhin Wachstum drin. Und genau dieses Wachstum, das regt natürlich die Anleger zur Fantasie an, denn man kauft ja nicht nur ein Kaufhaus, sondern insgesamt ein ganzes Konglomerat. Wenn wir schon bei den Digitalkonzernen sind, können wir auch einen Blick werfen auf Microsoft. Da geht es gerade mit TikTok heiß her. Ja, es ist unglaublich. Übers Wochenende hat uns diese Nachricht erreicht. TikTok, eine chinesische Videoplattform, auf der kurze Videoclips hochgeladen werden, ist auch mal ganz entfernt vergleichbar mit einer YouTube, die ja zum Konzern von Google Alphabet gehört. Ja, Donald Trump ist dieser Konzern letztendlich ein Dorn im Auge, weil es darum geht, dass Daten eventuell nach China gelangen könnten. Das Unternehmen selbst dementiert dies vehement, hat inzwischen auch einen amerikanischen CEO, aber nichtsdestotrotz ist ja gedroht worden, dieses Unternehmen letztendlich für Amerika hier abzuschalten. Und da stieß letztendlich Microsoft auf den Plan. Das Unternehmen hat natürlich im Social-Media-Bereich momentan noch kein Standbein und da wäre es natürlich ganz wichtig, hier auch noch in diesen Bereich hereinzukommen, weil Bewertung für Social Media Aktien, siehe letztendlich eine Facebook mit Instagram, sie werden natürlich wesentlich höher bewertet wie eine Microsoft, die natürlich im PC-Geschäft, die natürlich im Software-Geschäft, auch im Cloud-Geschäft gut unterwegs ist, aber die Anleger bewerten Social Media Daten noch wesentlich wertvoller und wir haben es gestern gesehen, beim Sprung in der Aktie in Microsoft satte 5% von so einem Niveau nochmal hinzugelegt, weil Finanzierung kein Problem zu sein und wie wir jetzt auch gestern gehört haben, Donald Trump könnte sich gut vorstellen, dass er diesen Deal durchwinkt und dass dann TikTok zumindest die Sparte in Nordamerika, in Australien, in Neuseeland sozusagen amerikanisch wird, was ihm auch wieder gefallen würde.
Jetzt haben wir also gesehen, die Anleger wenden sich eher ins Ausland, wenn es um Wasserstoff geht, wenn es um Big Tech oder die Digitalkonzerne geht. Siehst du vielleicht irgendwie Chancen, dass ein deutscher Konzern, meinetwegen aus dem Tech-DAX, da irgendwann mal Anschluss findet und die Lücke schließen kann? Ja, die Lücke, sie wird natürlich immer größer, wenn man das rein an der Marktkapitalisierung letztendlich von den Unternehmen festmacht. Und unser erfolgreichstes deutsches Unternehmen, das im DAX ist, es ist auch gleichzeitig das wertvollste und das ist kein Wunder, es ist eine SAP. Und SAP selbst hat sich ja auch schon in den amerikanischen Markt mit Übernahmen gewagt, hat hier bereits eingekauft, um natürlich hier an diesem Markt auch entsprechend das Portfolio abzurunden, um im Markt tätig zu sein. Aber ich habe eher das Gefühl, die Lücke, sie wird immer größer, weil in Amerika sitzen letztendlich die Fonds, sitzen die Pensionskassen und für mich ist ein Trend erkennbar, dass man eher sagt, ich bin ein deutsches Unternehmen, aber wenn ich ein IPO plane, wenn ich letztendlich an die Börse gehen möchte, dann suche ich mir vielleicht den amerikanischen Kapitalmarkt aus, weil der amerikanische Anleger schlichtweg bereit ist, mehr PE für eine Aktie zu zahlen. Und wir haben das bei BioNTech gesehen, ein Mainzer Unternehmen in Amerika gelistet. Momentan, der Wert hat sich verfünft, hat sich versechsfacht mit Covid. Und insofern, ich weiß nicht, ob sowas letztendlich in Deutschland am deutschen Kapitalmarkt möglich gewesen wäre. Da spielt die Musik eindeutig in Amerika. Sofern sich da irgendwann mal etwas tun sollte bei diesem Thema, dann erfahrt ihr das natürlich bei uns im Aktien-Newsletter, den du, Roland, mit deinem Team jede Woche schreibst und den ihr kostenlos abonnieren könnt. Und ich würde sagen, Roland, wenn sich irgendwann mal was tut, dann sprechen auch wir beide nochmal drüber und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz bestimmt.